Entschuldigung. So, meine Damen und Herren, da kommen wir heute am Donnerstag, den 15. Oktober um 23:27 Uhr. Ich runde es, Entschuldigung, mal auf 23:30 Uhr auf. Könnt ihr auch schon sehen, in der Mitte Rennwochenende zur Season 1, Season 4, Runde 1. Wie immer, meine Teamkarriere, immer die vorhin 22 Rennen. Wir haben meinen Twitch-Kanal die letzten Tage verfolgt hat mitbekommen oder festgestellt, dass ich dort die Season 3 mehr oder weniger von Rennen 5 an bis Rennen 22 durchgespielt habe. Plus sind halt hier auch in dem Augenblick denn die Autovorstellung. Das heißt, ich gehe gleich erstmal über die Vorstellung über das Autodesign, Anzüge etc., was ich halt für die Season 4 benutzen werde, als Lackierung und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, wie ich in Season 3 gefahren bin, guckt euch noch gerne meinen Twitch-Kanal an. Da habt ihr noch insgesamt 14 Tage Zeit, das euch nachzugucken. Das heißt, ja, 31. Oktober, 1. 2. November müssten die Folgen rein rechtlich ablaufen vom Zeitfenster her. Je nachdem, wann diese Folge ich hier online stelle. Ich denke mal, dass ich diese Folge hier noch diese Woche noch hochladen werden möchte oder schaffe. Oder werden wollen würde. Dann könnt ihr sehen, wie ich da gefahren bin. Und hier, wie gesagt, mache ich jetzt die erste Folge wieder jetzt hier einmal vor. Das heißt, ich mache hier Training 1, 2, 3, Qualifying und Rennen. Und dann kann das sein, dass ich wahrscheinlich den ab Rennen 2 bis 21 dann wahrscheinlich wieder im Twitch-Livestream machen werde und dann wieder Rennen 22, das letzte Rennen wieder so machen werde, dass ich das letzte Rennen wieder aufzeichnen werde, sodass ich dann wieder dann das in Season 5 mal reingehen, dann wieder mit Autovorstellung machen kann und dann dort gleich dann wieder das erste Rennen und dann halt wieder Livestream oder wieder das letzte Rennen und wahrscheinlich so weitermachen werde, Entschuldigung. Und Aktivitäten und Nachrichten haben wir nichts. Genau. Bevor ich jetzt hier mit weiteren Aktivitäten, Nachrichten oder Übersicht Einrichtungen weitergehe, gucken wir oben rechts hin, wo L3 steht. Da sehen wir, ich habe momentan einen Kontostand am Anfang der Season 4 von 47,26 Millionen, 801 Ressourcenpunkte und Weltrangstufe 24 oder Anerkennungsstufe 24. Also die Teamanerkennung ist das wahrscheinlich denn. Genau, L3, wie gesagt, der denn hier Podiumspass, kann ich euch mal zeigen, da bin ich momentan in Stufe 16, wo ich gestern oder vorgestern Formel 1 gespielt hatte. Da war kurz im Sony bestimmte Sachen nicht verfügbar, so dass ich denn dort auf Level 16, das war glaube ich gestern, wo ich den Livestream gemacht hatte, mit den letzten Rennen, ich glaube 17 bis 22, da werdet ihr sehen, dass ich vorher schon, also bis Rennen 17 auf Stufe 16 gestuft worden bin und dann kam nichts und jetzt sind wir praktisch in den letzten 5 Rennen praktisch stecken geblieben, sodass wir nicht hochgekommen sind sozusagen. Und ja, hier gibt es jetzt mittlerweile Woche 5, das heißt, wir haben danach noch 3 Wochen. Ich denke mal, dass ich aber bis Level 30 oder Stufe 30 kommen werde, so wird das nicht sein. Das nur so als Information, warum im Livestream da nichts auftauchte. Und wenn ich jetzt auf Nachrichten gehe, sehen wir jetzt auch, dass ich dann jetzt den letzten Bereich, der mir noch fehlt, das war glaube ich Triebwerk und Chassis und dann halt Aerodynamik darüber hin, über die Zeit her dann aufgebaut habe und aufgestuft habe, welche ich hier Betriebskosten habe, bin ich bei 500.000. Jupp. Das heißt, im Schnitt kommen wir jetzt 50% wegrechnen von dem, was ich jetzt noch habe. Das heißt, ich von 47 Millionen,
sind wahrscheinlich schon 22, 23 Millionen wahrscheinlich schon nur für die betrieblichen Kosten, Betriebskosten für das gesamte Jahr wahrscheinlich schon hochgerechnet. Ja, die F und A. Hier haben wir den Verlauf. Die sind oben das schwarze Balken. Also hier ging gerade von 1100 Richtung 100 runter. Sind aber ja, gute 200 Punkte. Wenn wir jetzt sagen, wir sind 1100, ist Mercedes bei 900. Das heißt, wir sind gute 200 Punkte im Leistungssystem natürlich vorne. Ich wollte gerade sagen, warum steht unten 67, 68, 69, 70, wo die Rennen sind. Also geht da weiter, okay. Da könnt ihr auch sehen in Season 3, wie, da sind wir Silverstone mit der Nummer 56. Da sind wir dann so, hat angefangen, denn hinten bei Rennen 60 ungefähr, in müsste Singapur sein, und dann in Japan dann nochmal. 62, fup, hoch, dann Season 2, da sind wir noch, da sind wir von knapp unter 600 auf, schwer zu sehen, etwas über 6, nee, etwas über 700 gekommen, und da waren wir auf 1, von knapp unter 400 auf Road About 500, also sind relativ wenig, sag ich jetzt mal, gefangen, gefallen oder gestiegen. Das ist jetzt momentan gerade im Baum, wann sie kommen. Und hier halt die Gesamtübersicht, dass wir, seht ihr halt unten, allgemein Antrieb haben wir 23 von 25. Auch wenn er eigentlich komplett ausgebaut ist. Aerodynamik 24 von 24, deswegen habt ihr auch in dem blauen Balken voll. Strapazierfähigkeit siehst du schon 19 von 29, das ist der einzige Baum, der mir fehlt. Und Chassis 23 von 23, auch unten der Chassisbalken ist eigentlich gar nicht voll. Gehen wir mal rein. Denn bei Antrieb fehlt uns einmal hier der oben, der Wastegate Aktuator sowie Treibstofftechnologie. Die fehlen uns da. Denn wäre der komplett durch an dem Punkt. Und hier sind die unteren Punkte schon durch. Hier fehlen uns nur noch die, ja, die Außenpunkte. Wenn das Chassis ist durch mit 100%, Aerodynamik ist auch durch mit 100%. Und Fahrzeugalarm noch nichts gemacht. Getriebe, da kann ich jetzt schon hinzukommen, denn was heißt Getriebe? Wir haben einen anderen Motor, wir haben nicht mehr in den ersten drei Season den Mercedes-Motor. Die sind jetzt diesmal auf Honda gewechselt. Weil Honda war jetzt eins mit der teuerste, also der komplett rechts war mit 4,5 am Einkaufspreis, 4,5 Millionen. Warum habe ich jetzt diesmal Honda Motor genommen? Aus dem Grund, weil er Performance und Antrieb oder was auch das andere ist, jeweils beides 100 hatte. Also wenn ihr das hier habt, jedes Jahr habt ihr einmal den gelben Balken, das läuft da Performance und der lila Balken war der andere. Da hatte ich bei Mercedes oben 97 und unten 100, so habe ich jetzt aber Honda genommen, der hat nämlich beides auf 100. 100, deswegen habe ich nämlich Honda genommen. Hier links den verdiene während der Season 300 Konstrukteursmeisterschaftspunkt, den habe ich beibehalten, weil da kriegen wir Zielbonus 2,7 Millionen. Natürlich, wenn wir die 300 Punkte schon überschreiten, kriegen wir natürlich dementsprechend mehr und in der Mitte dann halt die normalen Dinger. Dass wir jetzt einmal Sion haben, schließe auf dem Podium ab. Da kriegen wir einmal wöchentlich 388.000. Und wenn wir natürlich den nochmal abschießen, nach 4 Tagen, dann nochmal 679.000 obendrauf. Dann haben wir ein Belässer. Das ist Hulli beim Qualifying, die Pole Position und Gewinn im Rennen. Da kriegen wir pro Woche 391.000. Wenn wir natürlich das hier machen.
erfüllen, kriegen wir dann nochmal zusätzlich 741.000. Denn der nächste Bereich ist Sansare. Holen mit deinem Team mindestens ein Polarschatzplatz, das heißt mein Teamkollege oder ich, müssten auf Platz 3, 2 oder 1 abschießen. Dann bekommen wir das Zielbonus von 784.000. Wirklich bekommen wir aber schon 431.000. Und dazu, zu dem Sansare, haben wir noch oben rechts den, weiß ich nicht, hebräischen, keine Ahnung was, ist verdiene maximal die maximale Anzahl der Konstrukteursmeisterschaftspunkte an einem Rennwochenende, das 44 Punkte. Da bekommen wir halt pro Woche halt 412.000. Also ein bisschen weniger als der Sansare. Aber wenn wir das Ziel erlangen, kriegen wir 824.000. Also dann praktisch den höchsten. Zusammen macht das wöchentliche Gesamtkonto ist denn hier dementsprechend bei 2,54 Millionen. Ich hatte auch schon einmal in der letzten Season gegen Ende schon 2,91 Millionen mit dem Szenario gehabt. Also das heißt, er ist nachher noch natürlich, wenn die sich dann nachher nach 60 Tagen, 53 Tagen oder 4 Tagen erneuern, dann werden aus 2,54 Millionen wöchentlich dann natürlich dann nachher 2,7, 2,8, 2,9. Ergebnisfalls auch dann vielleicht 3 Millionen pro Woche, auch wenn ich dieses Geld nicht ausgeben werde. Verträge, da seht ihr schon, Vettel ist geblieben oder ich habe Vettel wieder reingesetzt. Diesmal habe ich ihn großzügig auf geringes Risiko gegangen. Das heißt, ich habe ihn jetzt hier diesmal 13,5 Millionen angeboten und nicht wie vorher 12,5 oder 12,7 Millionen. Also ich habe sozusagen in etwa Pi mal Daumen mit 3/4 Millionen mehr bekommen. Wie gesagt, das geht erstmal nur für den nächsten 116 Tage, also für das halbe Jahr. Und dann habe ich auch abgeschlossen, dass ich den Treiber mit dem einen und gleichen Teamkollegen verhandeln soll. Das heißt, ich fahre mit ihnen wahrscheinlich bis Ende des Jahres durch und den hole ich mir wahrscheinlich dann Lewis Hamilton vielleicht rein. Entschuldigung, ja, der Fahrermarkt ist gleich geblieben. Hamilton ist natürlich der teuerste mit 22,82 Millionen. Hat Anerkennung 20, Vettel hat Anerkennung 18. Was habe ich denn von Anerkennung? 21. Hamilton hat aber eine Wertung von 96 und Vettel hat eine Wertung von 98. Weiß Bescheid. Finanzen, ja, 500.000, Einkommen 2,5. Finanzcheck Kronecken, sehen wir gleich, von 43 Millionen hoch auf 47,5. Und dann sehen wir hier am Ende 35. Knapp 40 Millionen war das höchste. Und da sehen wir 0 und da hatte ich dann am Ende 20 Millionen. Also es ging immer hoch. Das ist 80 Millionen. Na, hier denken wir, dass es früher später auch mal wieder etwas höher gehen. Und hier sind halt, ja, unsere Anpassung. Das ist jetzt unsere Anpassung. Ich habe jetzt die Lackierung Racing genommen. Also gegen Rassismus oder Ende Rassismus, je nachdem wie man es übersetzen möchte. Das ist nämlich jetzt für die Season Nummer 4 komplett durchgängig. So wie ich ja in Season 3 das Design Abrennen 2 oder 3, wo es man sich das Kurzlich erwerben konnte, Keep Fighting, habe ich ja in Season 3 komplett die Lackierung Keep Fighting genommen. Und hier ist es dann halt jetzt komplette Season 4 mit End Racing. Und dementsprechend gehe ich natürlich dann auch auf den Charakter. Das heißt, ich habe hier den Anzug, die Handschuhe und den Helm ausgewählt. Bei Vettel ist es natürlich dementsprechend sein Helm. Das ist die Rangliste, so wie wir Season 3 beendet haben. Vettel war, glaube ich, vorher 3 und 4 ist dann halt hochgekommen
auf Platz 2, weil er immer die letzten Rennen immer auf Platz 2 absolviert hat und beendet hat, sodass man dann halt sozusagen Weltmeister und Vize-Weltmeister sozusagen wurden, obwohl es nur einen Weltmeister und einen Konstrukteursweltmeister gibt. Und den Konstrukteursweltmeister wurden wir dann halt so, da ich ja grundsätzlich immer Erster wurde, sodass wir da dann halt dementsprechend die Punkte auch schon ja, mehr oder weniger schon dann komplett drinne hatten. Ja, das waren halt die grobe Einrichtung, die wir bis jetzt hier ja, gemacht haben bis hierhin. Und ich fange natürlich jetzt in dieser Aufnahme natürlich dann halt auch. Nee, man muss sagen, ich würde die Aufnahme zwischendurch kann nur noch als eine Gesamtgröße zusammenfügen. Als eine Gesamtheit zusammenfügen. Dass ich dann natürlich hier das Training komplett absolviere. Das heißt Training 1, 2, 3. Das heißt, in Training 1 mache ich zwei Sachen, Training 2, zwei Sachen, Training 3, zwei Sachen. Mit den Zielvorgaben. Und dann das Qualifying ist ja halt eh nur Blitzqualifying. Und dann. Alles klar, wir sind endlich wieder zurück und ich freue mich schon richtig auf die neue Saison. Das Allerdings habe ich Rennen. noch ein bisschen zu viel Winterspeck auf den Rippen. Also wenn du mich brauchst, ich bin im Fitnessstudio. Du kannst ja für mich gerne am Sonntag im Regen fahren, du Affe. Das heißt, unser Motor können sich gleich natürlich jetzt anders anhören, etwas gedämpft. Wie ist ja mal bei Red Bull, kann ich so dann schalten und nicht wie man es hier ist, dieses wupp, wupp, also dieses schönere Schaltgeräusch und etwas dieses dumpfere Schaltgeräusch. Warum zeigt der Hamilton? Der hat die letzten 3 Jahre die Weltmeisterschaft nicht gewonnen. Huch. Beständigkeit, Autoeinstellung, okay. Wie komme ich hier auf Autoeinstellung, Kollege? Autoeinstellung? Autoeinstellung? Ach da. So, und dann gehen wir auf Qualifying Tempo. Erstmal haben wir das schon mal schön durch. Da können wir so. Der Staubsauger. Okay, das ist eine Qualifying-Simulation. Wir haben die Zeiten unserer direkten Konkurrenten abgeschätzt. Diese gilt es also zu schlagen.
So, dann haben wir den Bereich schon einmal abgeschlossen und dann kann ich nämlich jetzt denn Autoeinstellung wieder auf die Voreinstellung 3 gehen mit hoch und runter. Geringer Treibstoffverbrauch. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 23,6. Kurz einmal anders hinpflanzen, so. Hier testen wir Treibstoffmanagement, also versuche beim Einfahren in die Kurve die Lift-and-Coast-Technik anzuwenden. Sei nicht zu aggressiv am Gas, aber denk daran, du musst die minimale Rundenzeit unterbieten. Hoch zu früh eingelenkt. Und somit haben wir ja, den nächsten Bereich auch durch. Jetzt haben wir eine Reparaturzeit, weil ich kurz gesagt einmal angeditscht bin. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ja, kein Problem. Den Rest machen wir sowieso im Training 2 und 3. Insgesamt kann man 550 Punkte pro Fahrer kriegen. Also noch Platz 1 und 2. Was Vettel 1,7 Sekunden schneller ist als der Rest. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Mr. Ja, Training 2 sind halt die nächsten zwei und Training 3 den halt den Rest. Habe ich ja immer so gemacht. Wenn ich aufgezeichnet habe, wenn ich natürlich nicht aufzeichne und ich fahre das Training, habe ich das meistens in Training 1 und den Rest in Training 2 gemacht. Also man kann praktisch in Training 1 30 Minuten schon praktisch schon 4 Dinger durchziehen. Wenn man Glück hat, auch vielleicht schon 5. 6 wird in 30 Minuten schwer. Aber 2 Drittel schafft man in einem 30-minütigen Training schon ja, durchzuziehen. Jetzt mache ich aber erstmal... Dass du wieder da bist. Ich hoffe, du bist bereit, die Meisterschaft noch einmal ins Visier zu nehmen. Ich bin wie immer an der Boxenmauer und versorge dich mit erst... Genau, ich war das nicht sonst vorher, wenn ich Training 1 durch halt das gleiche Training zeige, ohne dann halt die Taten, egal. Dass ich gleich im Training 2 erst mit dem Streckenklimaprogramm beginnen werde, weil das dauert nämlich am längsten. Da brauche ich nämlich am besten ruhige Strecke oder eine leere Strecke. Da war die Punktevorgabe 365, die wir erfüllen müssen. Es fährt vor uns einer. Ist das Vettel? Ich glaube, das ist Vettel. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore.
Nee, ist Kwiat. Präzise wie möglich zu durchfahren. Vergiss nicht, in der DRS-Zone dein DRS zu aktivieren. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Ja, das ist das Problem, wenn vor mir einer fährt. Das kann ich gar nicht. Weil er zu langsam ist. Mann, der soll sich mal verpissen. Meine Fresse, verpiss dich! Meine Fresse, du scheiß Kanacke! Ich hasse so eine Text-KI, Alter! Ey! Weißt du, fährt erst teilweise so lahmarschig, weißt du? Willst du mir gerade sagen, ich habe ihn nicht getroffen oder was? Ey, ich hasse so eine Scheiße, Alter. Wieso kannst du nicht einmal die Fick-KI so programmieren, dass sie aus dem Weg fährt? Das kostet die Schäden am Wagen zu reparieren. Die kriegen das nie in einem Piss-Game hin, dass sie die KI zur Seite fahren lassen. Wenn die mal merken, oh, der ist auf einer schnellen Runde, er will sein Programm abspulen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,31,1. Wegen so einem Streckenklimaprogramm sollte die aus dem Weg schmeißen, Alter. Bei diesem Programm geht es um ERS-Management. Dein Ziel ist es, die Batterie im Laufe einer Runde effizient einzusetzen, um die Zielzeit zu erreichen. Mit der Überholtaste wird die Batterie schnell geleert, aber dafür sorgt sie für maximale Leistung.
Das ist der Vorteil, wenn man den Überholknopf nicht programmiert auf einer Taste, so dass er automatisch genommen wird. Ja, momentan sind wir Erster. 1,23. Großen Vettel. Will Vettel nicht mehr fahren oder was? Vettel, wo bist du? Ach, da ist er ja. Peter. Dritter. Oh, 08, 02. Ja, ich bleib der Dritter. Schwer. Alter, pack das Auto nicht in Leergang. Leerlauf. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal. Entschuldigung. So, wie gesagt, wenn ihr es macht, oder ich kann euch empfehlen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Keine von denen. Der Spackos. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Klasse, das war dann alles. Ich war nur angejagt, weil der Spacko vor mir in der Streckenklima-Abdingsprogramm nicht gefahren ist. Im Fall ist das, dass ich dann halt pro Runde 3 Sekunden langsamer fahre. Wenn vor mir ein Schwanz fährt, den ich nicht überholen kann, weil ich sonst das nächste Fenster nicht richtig durchfahren kann. Ach. Egal. Wir haben trotzdem die 360 über 365 Punkte, die wir erlangen mussten, überschritten mit 490, glaube ich. Willkommen zurück. Bereit für ein weiteres Jahr? Nein, ich bin nicht so weit, Kollege. Wieso ist meine Stoppuhr aus? Dein fucking Ernst? Ja komm, leck mich doch. Da habe ich jetzt schon die Schnauze voll. Weißt du, wenn man sich einmal was angucken, weißt du. Versuche das Ausbrechen in jeder Kurve zu kontrollieren und sei besonders beim Beschleunigen am Kurvenscheitelpunkt vorsichtig.
Also, ich weiß, aber ich war irgendwie so bei 33 Minuten gerade. Haben wir eh nicht mal viel, haben noch Rennstrategie. Wir müssen halt 3 Runden fahren, um jeweils pro Runde 10 Punkte zu kriegen, denn Voraussetzungen sind nämlich 30 Punkte. Bitte sorge für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. So, letzte Runde. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. So, ja, 3 Runden müssen wir nur fahren, weil wir dann immer pro Runde 10 Punkte kriegen. 30 Punkte sind Voraussetzung in dem Szenario. So haben wir jetzt 25 Punkte.
Ja, 25 von 550, 25 Punkte fehlen mir noch. Wieso hat er mir denn da... Hä? Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 21,4. Irgendwas passt da nicht. Ich hoffe, er da vorne verdrücken sich jetzt alle. Natürlich wieder einmal nicht. Guck dir das mal an, wann die bremsen. Jetzt fahr auch komplett weg. Ey, die bremsen an Stellen, wo man gefühlt tausendmal schneller fahren kann. Jetzt verpiss dich. Ich hasse so einen Bullshit. Entweder rutscht zu weit oder kriegst du. Hast irgend so einen Spast vor dir, Alter, ey. Ja, komm, leck mich doch, Alter. Ich hab die Schnauze voll. Reparaturarbeiten am Wagen. Anscheinend habe ich es jetzt. Na, ja. Weil er vorher nicht was getriggert hat, richtig. Ja, da habe ich gerade dazwischen einen Cut gesetzt. Das ging, dass die Folge da gerade jetzt nicht eine Stunde, über eine Stunde und der Anfang was fehlte. Oh, am Anfang habe ich eben ein bisschen gelabert, also von daher. Oh,
hier sind die 42% und 36% unten die 78%. Entschuldigung. Also man kann sehen, man kann 825 Punkte maximal rausholen durch die Trainings. Na, eigentlich eher 550. Wenn man alle Bereiche absetzt und dann wird dann halt an sich nochmal zusammengerechnet, wie viel grün, blablabla und so weiter und so fort. So, dann kann ich nämlich hier oben den reinschmeißen. Dann haben wir nämlich soweit alles über auf 2, so dass wir uns noch in Umstufe 3 dort kümmern müssen. Und dann gehen wir natürlich gleich direkt in das Subblatt qualifying, bevor wir uns denn anschließend uns um das Rennen uns kümmern. Und dann hat uns rein ins Quali. Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, sogar Vettel ist wieder auf die vorderen Plätze schneller als Lewis. Vettel und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, auf Platz 4. Morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Antoine Hubert, das ist der Franzose, der letztes Jahr in Spa durch verunglückt ist. Das ist doch der Antoine Hubert, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, ob das der war. Weil ich in der F2-Season nicht vertraut bin mit dem Namen. Aber ich glaube, das war Antoine Hubert, wenn man ihn auch gerade richtig ausspricht. Wo ist denn hier Bottas? Kommt noch Bottas ist bei BWT, Best Water Technology bei Racing Point, okay.
Da haben wir. Nein, wie gesagt, eine Übersicht. Da sind wir auch Runde 1 von 22. Wie gesagt, in meiner Karriere bin ich, fahre ich immer 20. Ich hatte ja zwischendurch mal die normale Fahrerkarriere genommen. Da habe ich ja dann immer nur die kurze Rente aus 10 Rennen genommen. Mein Team, da will ich immer die 22 Rennen fahren. Dafür fahre ich Training 1, 2, 3, 32 Minuten. Meistens überspringe ich das. Blitzqualifying, also eine Runde, und die Rennen meistens sind bezogen auf 5 Runden Rennen. Also im Verhältnis sind immer relativ groß, das heißt Rennen und Quali kosten mich dann im Schnitt nur 15 Minuten. Und halt so wie jetzt hier mit Training 1, 2 und 3, den sind wir dann halt den, mit dem Qualifying und dem Rennen vielleicht bei etwas über eine Stunde, etwa eine Stunde dann halt. Bei den ersten 15 Minuten, in denen ich glaube, habe, kommen wir von der gesamten Szenario nachher wieder rausnehmen. Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder zurück in Melbourne mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum großen Preis von Australien. Stirbt es nicht ab, Konsole. Hier bist du uns im Abgestürzt. Wir sind beim heutigen Rennen auf dem Albert Park Circuit nur einen Katzensprung von Philip Bay. Okay, sag mir nicht so früh, Freund. Die Oberfläche ist hügelig und die 16 Kurven könnten vor allem bei Regen ernsthafte Herausforderungen darstellen. Nein, es regnet ja auch nicht. Heute noch ein Safety Car auf der Strecke sehen. Nicht in einem 5-Runden-Rennen. Der Kampf um die Weltmeisterschaft beginnt von neuem und diesmal im Regen. Die Teams haben natürlich kaum Testfahrten bei solchen Wetterbedingungen gemacht. Das heißt, unsere Erwartungen für diesen Grand Prix könnten total auf den Kopf gestellt werden. Was meinst du, Stefan? Du hast absolut recht, Heiko. Wenn man ein Autorennen durcheinander bringen will, geht doch nichts über ein bisschen Wasser auf der Strecke. Der Schlüssel zum Erfolg ist heute, die Reifen auf eine gute Temperatur zu bringen und zur richtigen Zeit die richtige Reifenmischung zu haben. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Mr. Monaco startet aus der Pole Position und daneben steht Sebastian Vettel. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Hubert, Lando Norris und Albon, De Vries, Sainz, Verstappen und Daniel Ricciardo, Ocon, Gasly, Danny Quert und Aitken, Bottas, Matsushita, Lance Stroll und Kevin Magnussen, Russell, Leclerc, Giovinazzi und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Wenn hier der Kommentator immer Sainz sagen will, habe ich das Gefühl, dass er noch Sainz Junior am Ende sagen will. Müssen wir zurückspulen und mal drauf achten. Weil ich denke mal, es sind die gleichen Ansagen wie im Vorgängerspiel auch immer beim Aufnehmen der Namen. Nur dass halt jetzt ein paar mehr Namen nennen. Aber ich denke mal, er will immer Sainz Junior sein, aber sie cutten ihm den praktisch hinten weg. Als hat sie ihn denn jedes Jahr neu einsprechen lassen. Du musst heute viel Druck machen, wenn du ein gutes Ergebnis erzielen willst. Zeig, was du kannst. Aber bei Regen.
Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Mal eben 25 Sekunden pro Runde langsamer im Verhältnis zu meiner Qualizeit. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran!
Das ist deine letzte Runde. Ich hab noch eine. Okay. Das wäre schon die letzte. Großartig, P1, das ist der Sieg. Gut gemacht. Josh Russell, Vater des Tages. Wir haben heute großartige Duelle auf den Straßen von Melbourne gesehen und jetzt einen fantastischen Sieg. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Mr. Monaco übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen der 34 Sekunden schneller? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Jetzt kommt noch einmal die Übersicht. Unsere 2,51 Millionen, die wir gleich wöchentlich kriegen hier. Nach jedem Abschluss eines Rennwochenendes. Nun zu ein paar Fragen. Nee, das sind immer die gleichen Fragen. Mit beiden Wagen des Teams die vordersten Plätze zu belegen. Wie hat Ihr Team auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert? Ihr Teamkollege steht heute auf dem Podium. Das ist ein gutes Ergebnis für das Team, nicht wahr? Danke für den Kommentar. Gegenüber Albon natürlich plus 5, plus die 2 aus dem Quali-Massen halt plus 7, im Verhältnis zu ihm eher nur plus 3.
Oh, es sind sogar 3,02 Millionen. Die wir kriegen. Okay, 30.000. Frau Weiß, haben wir schon gegen Klatschaffe. Insgesamt haben wir jetzt mittlerweile schon 52,4 Millionen. Also die Wetten irgendwann von 2,51, okay, das kriegen wir Woche und der Plus, je nach dem Rennwochenende kriegen wir das von den Teams, okay. Außer zeichnen wir gleich unter wöchentliche Einkommen mehr wie 2,51 Millionen. Obwohl 2, die niedrigen Preise sind wöchentlich, genau, und wenn wir das erzielen, kriegen wir halt dementsprechend die anderen. Ja, erneuern. Machen wir einmal Gewichttraining. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Junge, welche? Achso, ich wollte jetzt sagen, welche Teile. Genau, wie viel brauche ich denn jetzt? 1, 8, runde ich immer auf 2 auf. 2, 4, 6. Also 12.000 brauchen wir. Dann kann ich hier. Also, ja, okay, jetzt noch nicht verfügbar, weil, ne? 12.000 können wir nicht die alle machen. Dann werden die auch durch. Genau, was ich noch sagen wollte ist. Bevor ich die Season hier angefangen hatte, hatte ich hier oben, wie gesagt, alles, wo jetzt die 2 drinne steht, die habe ich erst gegen Ende Season 3 gemacht und jetzt irgendwann so kriegen 1. Das heißt, ich hatte hier komplett die 3 unten mit 1, dann hatte ich in der Mitte den 1, 2, 1 und hier oben halt den 1, 3 und 1 gehabt. Also dann halt hier außen die 3, 2er und hier die 3, 2er hatte ich, wie gesagt, vorher noch nicht gehabt. Warum sage ich das? Denn mit dem, was ich, wie gesagt, gesagt habe, bin ich 11 Rennen, jeweils Qualifying und Rennen basierend auf einem Disqualifying und 5 Runden Rennen mit der ersten Spalte, wo jetzt die Einzelne komplett ausgekommen, hin und wieder dann auch mal das Training gefahren, vielleicht in der gesamten Zeit vielleicht 2-mal pro Jahr. Das heißt, wenn ihr das halt so aufbaut wie ich, dann könnt ihr alles, was Stufe 1 habt, bis Rennen 11 machen. Und dann macht ihr ab Rennen 12 alles auf Stufe 2, auf gut Deutsch gesagt. Und dann könnt ihr und dann könnt ihr praktisch ja auch komplett durchfahren. Und dann halt dann die weiteren Komponenten auszuwechseln. Und wenn ihr halt so fahrt wie ich, natürlich wenn ihr jetzt permanent das Training fährt, Quali und das Rennen, der natürlich ein bisschen vielleicht nicht nach 11 Rennen machen, ihr müsst ihr vielleicht 2-mal machen, dass ihr einmal nach Rennen 8 macht, auf Rennen 9 auf 2 geht. Aber dann und dann halt guckt, die ihr dann auf 3 machen könnt, dann ab Rennen 16 auf 17 auf 3 und halt die anderen so guckt, dass ihr halt dann keine Strafverletzung kriegt, je nachdem wie gut ihr fahren könnt. Natürlich. Sonst halt kommt ihr locker jeweils bis Rennen 11 zu Rennen 12 wechselt ihr auf Schiffe 2 und dann könnt ihr halt die nächsten 11 Rennen wieder durchfahren und seitdem durch, wenn es um Strafverletzung die Fähigkeit geht, wie gesagt, baut nur das minimal aus oben und dann halt den Rest halt die Chassis und Aerodynamik und dann könnt ihr nach und nach zum Schluss dann halt gesagt den oberen Bereich machen, den gelben Bereich und dann seid ihr eigentlich safe, bis es geht nicht mehr. Wie gesagt, das war jetzt der Start in unserer 4. Season. Ich werde ab jetzt auf Stream weiterfahren, beziehungsweise im Livestream ein paar Rennen fahren. Spätestens zum letzten Rennen in der 4. Season, das heißt in Abu Dhabi, werden wir uns dann hier noch einmal kurz dann wiedersehen. Im Anschluss dann natürlich dann zum ersten Rennen in die 5. Season. Dazwischen, wie gesagt, im Livestream. Vielleicht mache ich dazwischen auch mal eine Folge noch für
gut tut, dass man halt pro Season dann halt vielleicht 3 Folgen haben und nicht 2 Folgen zu gucken, aber 2 Folgen im Schnitt werden es immer sein pro Season. Das erste Rennen und das letzte Rennen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bis hierher fürs Zugucken. Und wir werden uns dann spätestens in Season 4 bei Runde 22 uns an dieser Stelle wiedersehen. Und zwischendurch dann halt dementsprechend im Livestream und oder auch halt bei anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.